Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Risen. Wir sind ja wieder hier zurück in die Hafenstadt gegangen, um so ein paar Quests abzugeben. Mal gucken. Wir haben in der Hafenstadt noch Söhne, die Söhne von Tilda. Tilda möchte, dass ich für sie herausfinde, wie ihre Söhne... okay, Beppo, William und Marvin. Ja, okay, das ist was anderes. Die Karte der Insel. Genau, wir könnten die Karte abholen. Weil Nelson hat uns ja eine gezeichnet. Ja. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zu dem. Weil er gesagt, braucht ein bisschen. Aber es ist schon ziemlich viel Zeit vergangen. Seitdem wir das letzte Mal hier waren. Und ich denke, die könnte fertig sein. Und schon auch ein paar Folgen her, dass wir hier in der Hafenstadt waren. Aber irgendwie was verändert hat sich hier meines... Also wie ich das sehe, nicht. Warte, genau. Nelson war jetzt genau da in dem Haus. Im Haus voraus. Ich lass mich da nicht klicken. Na, Nelson? Ist die Karte fertig? Ich habe einen Weg aus der Stadt gefunden. Und die Karte ist auch schon fertig, wie ich es gesagt habe. Und ich bin bereit, sie dir zu überlassen. Wenn du sie noch willst, kannst du sie kaufen. Ei. Nee, erstmal hier gucken. Nee. Ich will ja mir hier die Rüstung kaufen. Und das kann ich mir leider nicht leisten. Erstmal will ich meine 1000 Gold für die Rüstung zusammenbekommen. Und dann kann ich mal gucken. Aber die Bar läuft immer noch ziemlich gut, so wie ich das sehe. Nur, ja. Obwohl keiner mehr da ist. Na, du. Gut, dass du dich entschieden hast, einer von uns zu werden. Wurde ja auch Zeit. Ja. Ha. Bleib sauber. Jetzt setze ich mich auf deinen Baumstumpf. Hahaha. Oh. Kannst nichts dagegen machen. Okay, das ist langweilig. So, mal gucken, wir brauchen 200 Gold. Mal gucken, ob ich da oben die Tür aufkriege, weil er hat gesagt, vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Aber jetzt müsste ich doch was verstehen, vielleicht kann ich jetzt die Tür aufmachen. Das Schloss ist zu schwierig für mich. Mist. Naja. Vielleicht kann ich ja noch irgendwo anders was machen. Was mit der denn? Na? Mir geht's gut. Und dir? Ja, ganz annehmbar. Es ist heute so ultra warm. Nee. Stealth Mode. Activated. Nee. Namenloser Kerl. Okay, da, die haben wir dann, glaube ich, schon ausgeräumt. Yep. Die auch. Aber soweit ich mich erinnere, war doch oben eine Kiste, die wir nicht öffnen konnten, weil wegen hier keine Skills. Kann ich die öffnen? Ja, da ist auch nichts mehr drin. Die haben wir schon ausgeräumt. Hui. Rennen. Stealth. Die kann ich auch aufmachen. War hier... Da war doch... Da ist doch das Lagerhaus hier. Haben wir da nicht mal die Seemannskiste geholt? Ja, von da oben. Da ging es ja noch weiter rauf. Wie kommt man da nochmal... nach oben? Ach ja. Stimmt. Oh. Nein! Raus! Ja, lass mich doch. Weg mit dir! Ach, Mist. Gut, nochmal das Ganze. Obwohl, nee. Komm. Wir gehen nach oben zu den Weißen. Weil die haben ja nichts dagegen, wenn man hier was von denen mitnimmt. Und da waren ja auch Kisten, die wir nicht öffnen konnten.
Vielleicht geht das ja jetzt. Hui. Aber erstmal hier eine Runde pennen, damit es für euch nicht so dunkel ist. In Stahlbarts Alter, also unserer aktuellen Baracke. Los. Ja. Bis zum nächsten Morgen schlafen. Gute Nacht. Der geht aber übrigens echt. Okay. Haben wir hier eigentlich noch irgendwas? Nö. Da ist nix. Na? Nico. Was hast du für Fische? Das interessiert mich eigentlich nicht, die Bohne. Ich will hier nur mein Zeug andrehen. Gut, was kann ich ihm denn verkaufen? Mach das mal systematisch. Ja, Schild kann ich ihm... Nee, will ich eigentlich nicht. Ich will mir das Schild eigentlich nicht verkaufen. Oh, ich brauch Geld. Hier, die Flaschen kannst du haben. Apfel. Fleisch 1 von 9. Ja. Krog. Bier. Das Ding. Nö, das behalte ich mal. Magie. Starke magische Heilung. Nautilus-Rolle. Das ist Levitation. Witz-Rolle. Lichtzauber, schwache magische Heilung, kann ich alles gebrauchen. Werkzeugbeutel enthält Metall, Niet und Nägel. Ach, das können wir dem da oben geben. Dem Schmied. Und wozu wir das brauchen, weiß ich nicht. Zehn, weil ich. Ja. Na, immerhin. Da sind wir unserem Traum von der eigenen Rüstung schon ein bisschen näher gekommen. Fehlen uns nur noch 189 Gold. Und wir können dem einen da oben... Wir sollten, glaube ich, noch mehr Schrottbeutel finden. Aber er hätte gesagt, wenn wir so Schrott oder sowas finden, dann können wir das zu dem bringen. Also machen wir das auch erstmal. Ja. Bop, bop, bop. Vielleicht kann ich dann auch so einen Stahlrohling kaufen. Mit dem ich mir dann nochmal ein Schwert schmieden kann. Welches ich dann, ja. Ich bin ein bisschen müde, es ist ultra warm draußen. Merkt man vielleicht. Na, Walter. Ich habe bei den Gnomen diesen Werkzeugbeutel hier gefunden. Super, genau sowas habe ich gesucht. Ich bräuchte etwa 15 Stück davon. Was denn, 15 Stück? Weißt du, wie viele Gnome ich dafür umhauen muss? Tja, ich kann es nicht ändern. Was glaubst du denn, wie viele Waffen ich in den letzten Tagen geschmiedet habe, hä? Ich brauche das Zeug. Na schön, ich werde sehen, was ich tun kann. Das kann aber eine Weile dauern. Mir egal, Hauptsache du bringst sie mir. Was kannst du mir beibringen? Stärke. Ach, das kostet alles so viel Geld. Also das erste, was wir haben, reicht nicht aus, um ein Schwert zu machen. Das steht schon mal fest. Wasserdruck, aber vielleicht hat Stärke da drin einen Stahlrohling. Zeig mal, was du hast. Der Alvaro sieht genauso aus wie der Nico. Nur mal so, by the way. Bam, Stahlrohling. Ja, komm. Ich weiß nicht, können wir es dann teurer verkaufen wieder? Gucken wir mal. Vielleicht kann ich ihm da noch was dafür geben, dass ich es ein bisschen billiger dann habe. Also ich glaube, hervorragend geeignet. Okay, das brauchen wir schon. Das brauchen wir alles, was wir hier haben. Ich dachte gerade, da klingelt ein Handy, aber nö.
Das können wir ihm noch verkaufen, den Rum. Ja, Fisch. Brauchen wir eigentlich nicht. Das Fleisch da. Nee. So viel kriegt er nicht. 3 bekommt er davon. Hier bekommt er 2. Ja. Heilzeug behalte ich eigentlich gern. Oh, der bringt aber schon Schutz für die Waffen, Schutz für Klinge. Ich weiß ja nicht. Ach, erst mal das hier. Gut. Hat uns zwar schon wieder einiges gekostet, aber guck mal. Hoffentlich können wir das Schwert dann teurer verkaufen. Also das, was wir jetzt daraus schmieden. Also erstmal in die Esse gehen. Bisschen was esse gehen. So. Dann muss ich es bearbeiten am Amboss. Los, hau drauf! Gut, dann muss ich es in Wasserdruck tun. Schon cool, dass aus dem Rohling schon gleich schon so einen Griff hat und sowas. Weg, Schmiedeknecht. Gibt's was Wichtiges? Ja, ich muss mein Schwert schleifen. Ich muss die Klinge an einem Schleifstein schärfen. Was? Gibt's was? Weg mit dir! Weiche! Weiche, Demo, sonst hau ich dich mit meinem stumpfen Schwert. Ach, komm, verzieh dich! Ah, dann suche ich mir einen anderen Schleifstein. Mann, was für ein Egoist, ey. War doch schon bestimmt fertig damit. Ey, wenn der da vorne jetzt auch rumschleift, ey. Ach, nö, der schleift hier auch rum. Boah. Du Vollpfosten. Sie haben Zuwachs beim Don bekommen. Sehr gut. Ich bin guter Dinge, dass hier endlich mal was passiert. Weiter so. Warum trainierst du nicht die Rekruten? Anstatt sofort jeden Apfeldieb zu verhaften, habe ich schon mal ein Auge zugedrückt. Aber davon versteht die Inquisition nichts. Sie halten sich strikt an das Gesetz. Und trotzdem wollen sie nicht auf unsere Erfahrung verzichten. Einer meiner Jungs, Bronco, trainiert die Rekruten. Unterrichte mich im Kampf. Bam, 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 bam. Was ist das? Was ist so das? Ist alles so teuer. Nee. Ah, shit. Ach, komm schon. Ich will doch nur mein Rohling schleifen. Ist das denn zu viel verlangt? Boah, der schleift da hinten immer noch rum, ey. Ist vielleicht noch irgendwo anders ein Schleifstein? Hallo, Co. Die Elsa. Okay, gehen wir mal nach oben. Zum Häuschen von den Weißen. Jo, Digga. Was ist los? Ach, komm. Ist denn hier das ganze Dorf am Schleifen, oder was? Mann. So. Ach, und nochmal. Geht doch. Gut. Oh. Krallen wir uns alles. Weil wir so unfassbar fies sind. Nochmal von vorn. Geschafft. Viel ist es nicht, aber Kleinvieh macht auch Mist. Nicht wahr? Das war mein Handy. Ja, Akku ist leer. Ich find's auch gerade gar nicht. Na, muss ich mal gucken. Muss ich es wieder aufladen. Truhe. Kann ich die aufmachen? Ah. Wer sagt's denn? Ah, beim ersten Versuch. Das ist aber cool. Das kann ich auch alles gebrauchen. Ich find's sehr cool, dass die das so easy nehmen, dass ich hier ihr ganzes Lager ausräume. Hallo. Das finde ich echt cool, dass wir das so locker nehmen. Ja, hier, nimm alles mit. Wir haben es ja, ne? Ich hab's. Also, hier noch Stahlrohling, stumpfes Schwert, ne? Kann ich bestimmt super verwenden. Aber Spruchrollen habe ich ja. Was habe ich denn da gerade bekommen? Irgendwas, das hier. Eile.
Schriftrolle, so schnell wie der Wind. Also damit kann man anscheinend schneller laufen. So, was ich da jetzt rein interpretiert habe. Ach, guck mal, da steht ja einer. Hallo. Ich habe schon gehört, dass ein Bandit den Inquisitor begleitet. Es war nicht schwer zu erraten, dass du der Bandit bist. Warum bist du allein? Was hast du mit Mendoza gemacht? Nix. Warum soll ich denn immer gleich was getan haben? Mich interessiert was. Speichern? Ich guck mir mal deinen Schrank an. Ne? Ach Mann, der hat ja gar nichts drin. Aber was bist du denn für einer? Hast einen leeren Schrank? Na okay, dann schlafe ich halt in deinem Bett. Du wirst nicht in meinem Bett schlafen. Ach Mann, oh. Chill doch, Alter. Ich wollte doch nur ein bisschen nur ein Nickerchen machen. Hüpf. Boah, ich bin auf einer Ruine. Also das Loch hier im Boden, das sollte ich echt stopfen. Das ist echt gefährlich. Ist das eine Kiste? Kann ich dir... Nein, die kann ich nicht öffnen. Boah, Alter, wird doch mal fertig. Kann doch nicht den ganzen Tag dauern, ey. Ich brauche da 5 Sekunden für. Der eine halbe Stunde. Mann, Mann, Mann. Ey, wenn der Kerl da hinten jetzt nicht fertig ist, dann hau ich ihm die Arme voll. Sei bloß fertig. Nein. Ich habe keinen Bock, dann wieder zu laden. Ich wollte gerade schnell speichern und dann eben aufs Maul hauen, aber ich habe keinen Bock, dann wieder zu laden. Boah, und der schleift auch noch. Vielleicht, wenn ich einen Tag schlafe oder so, wenn ich... Oh Mann, oh. Das geht mir doch echt auf den Keks. Gehe ich wieder in die Stahlbots-Baracke, wo ich dann ordentlich was durchpenne. Weil ich wüsste jetzt nicht, wo sonst noch ein Schleifstein steht. Nee, wüsste ich jetzt echt nicht. So, hier mal schön ins andere Bett noch benutzen. So, schlafen wir mal bis zum nächsten Morgen. Gucken wir mal, ob wir dann an den Schleifstein können. Wahrscheinlich schleifen die immer noch. Tag und Nacht schleifen die da hinten. Ich hoffe es jetzt mal nicht, aber naja. Spiellogik halt. Müssen wir mal gucken. Weil ich will dieses verdammte Schwert fertig kriegen. Und es dann verkaufen. Hoffentlich teurer, als ich den Holding gekauft habe. Dumm-di-dumm-di-dumm. Ja, der schläft immer noch. Mir schwant Böses. Ach, das ist doch ein Witz. Das ist doch wohl echt ein Witz. Stirb! Der erwischt uns nicht. Au. Ja. In your face, Schmiedeknecht. Ja. Ja, weich halt zurück wie eine Pussy. Ja. Au. So. 1 So, jetzt bin ich am Schmieden. Guck. So geht das. Das sieht gut aus. Mann. Und der braucht da 2 Tage für.